Das ist heute mein drittes Video, was ich hochlade. Alter Schwede, was ist denn los? Aber ohne Mist, es gibt einfach Sachen, die sind so brandaktuell und ich bin immer zu spät dran, habe ich das Gefühl, dass ich einfach an manchen Tagen 1000 Videos hochladen muss. Aber wenn ihr die Idee gut findet, dass ich 3 Videos am Tag hochlade, schreibt doch in die Kommentare und vielleicht mache ich das auch. Nee, das könnt ihr direkt wieder vergessen, Alter. Das schaffe ich niemals. What the fuck? Zum Glück fange ich heute erst 18 Uhr an zu arbeiten und konnte seit um 10 Videos produzieren. Am Ende erstes Rewe-Ding, dann meine Reaktion zu WWE Raw. Das sogar noch auf Englisch. Oh mein Gott, was für ein Multitalent. Und jetzt, nachdem ich eins von diesen beiden Videos schon hochgeladen habe, schreibt jemand in die Kommentare, ein neuer Trailer zu God of War ist draußen. Und es war quasi eine Sache von Sekunden. Ich sprang quasi in Slow Motion aus meinem Bett zu meinem Cappy-Regal und griff mir die einzig wahre Cap, die mir jetzt noch helfen konnte. Und ohne jetzt viel rumzuquatschen, schauen wir uns endlich den Trailer an. Ich bin sowas von gehypt. Wer ist das? Ist das die Mama? Oh, ich hab jetzt schon gesagt! That bow is a little big for you, isn't it? My mother made it. Said I'd go into it. Ich hab Gänsehaut, Alter. Oh mein Gott. Where must we go? To a realm beyond your own. Oh mein fucking Gott, ich hab die ganze Zeit schon gehört. They call me Mimir, smartest man alive. First you need to cut off my head. Wait, what? Thanks, you got. You gotta handle her special. Als erste müssen wir den Kopf ansetzen. Not of this world, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? The longer you wait, the more damage you do. And you resent me. Emotional, das war noch nie so emotional, Alter. Oh my God! There are consequences to killing a god. Why? How do you know? How do you know? Oh, this weapon, any weapon, comes from here. But only intended by this. The self-control. Boah, das sieht so krass aus. Open the door! We need your help! Scheiße, was ist das hier? The boy's true nature, your true nature, fights within him. Ist krank. I'm a man. Like you? No. You are not man. You are more than that. The responsibility is far greater. Wie riesig ist der denn bitte? Oh mein Gott! 20. fucking 20. April, Mann! Es ist soweit! Moment! War im April nicht auch Nintendo? Ey, Hauptsache Nintendo Label kommt am selben Scheiß-Tag aus wie God of War. Wo soll ich die ganze Kohle hernehmen, Mann? Ihr seid solche Wichser. Oh Mann, ich bin gefickt. Dieser Moment im Leben, wo zwei deiner essentiell größten Wünsche am selben fucking Tag rauskommen. Am besten macht er noch Kingdom Hearts 3 auf den Tag. Und Ni No Kuni wird auch noch ein Stückchen verschoben. Aber wenn man schon mal dabei sehen kann, FIFA 19 noch eigentlich im April schon rauskommen. Mann, was denkt ihr euch nur dabei? Ich habe eine bessere Idee.
muss die Leute einfach nur dazu animieren, zu spenden, dann kann ich mir das alles auch leisten. Aber wie mache ich das, ohne dass das billig oder allgemein asozial wirkt? Puh, ja, so könnte ich es mal probieren. Liebe Abonnenten, wenn ihr mich und meinen Bart super sympathisch findet, dann spendet doch. Nee, das klingt irgendwie ein bisschen zu bescheuert. Oh, noch besser, auf die Tränendrüsen drücken, das klappt immer. Passt auf, Leute. Ich muss es euch einfach sagen. Ich bin krank und die Ärzte haben gesagt, ich habe nicht mehr lange zu leben. Und das Letzte, was ich eigentlich tun will, ist euch noch ein paar coole Videos liefern. Aber laut den Ärzten habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit. Um genau zu sein, ist es nur noch eine Woche. Wenn ich mir aber die weitere Behandlung leisten kann, die meine Krankenkasse einfach nicht übernimmt, dann gibt es für mich tatsächlich die Chance, das noch ein bisschen hinauszuzögern. Dann wird es vielleicht ein Monat oder zwei. Vielleicht sogar das ganze Jahr. Es kommt immer auf das Geld drauf an, was ich bekomme. So. Oder was ihr mir vielleicht spenden könnt. Ich meine, ich will es ja nicht irgendwie als selbstverständlich ansehen, aber... Scheiße, sorry. Das war auch zu heftig, das kann man doch nicht machen, Alter. Man kann ja keine Krankheit vortäuschen. Leute, ey, ich gucke mir einfach viel zu viele schlechte YouTuber an. Das sind alles keine Vorbilder, das habe ich schon oft gesagt. Ich hab's unterschwellig, manipulierend, so dass es keiner merkt. Die Leute es aber trotzdem gern machen oder einfach müssen. Aber bevor ich dieses Video beende, mir hat YouTube tatsächlich eine E-Mail geschrieben. Ihr habt ja mitbekommen, dass gerade alle YouTuber, die unter 1000 Abonnenten haben, ein klein wenig von YouTube hinten angestellt werden, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht auf das ewige Thema eingehen, jeder weiß es ja. Und was die Leute noch nicht wissen, was aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen alle möglichen anderen YouTuber auch erreicht, so wie mich, eben via Mail, ist, dass YouTube gerade plant, auch YouTuber unter 10.000 Abonnenten etwas auszubremsen, würde ich jetzt mal nennen. So dass, und das klingt krass, es ist aber tatsächlich so, ich meine, mir könnt ihr ja glauben, jeder Kanal komplett dicht gemacht wird unter 10.000 Abonnenten, wenn man nicht ein bestimmtes Einkommen über YouTube erzielt. Die schlechte Nachricht ist, dieses Einkommen beträgt mindestens 250 Euro im Monat, was ich mit meinen Klicks und meiner Reichweite und alle anderen YouTuber wahrscheinlich mit unter 10.000 Abonnenten niemals schaffen könnten. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. In der YouTube-Mail steht ebenfalls drin, dass die Abonnenten ebenfalls die Chance bekommen, den YouTuber zu unterstützen. Das bedeutet, wenn diese 250 Euro zusammenkommen sollten, über Spenden, wird der Kanal gerettet. Das war gut. So kann man es